Dass die Grünen gerade im Osten der Republik alles andere als willkommen sind, das erklärt die Vorkehrungen bei Auftritten der Bundesaußenministerin in Brandenburg, die Berliner Zeitung berichtet. Am nächsten Sonntag endet mit der Landtagswahl in Brandenburg eine Serie der sogenannten Ostwahlen, nachdem Sachsen und Thüringen vor 2 Wochen den Anfang gemacht haben. Und am Ende dieser Serie ist vor allem eins schon mal sicher. Das Land wird nicht mehr dasselbe sein wie vorher. Auch für Brandenburg stellen sich wieder dieselben Fragen. Wie stark wird die AfD und warum? Was macht das Bündnis Sarah Wagenknecht? Wie viele Niederlagen können die Parteien der Ampelkoalition im Bund noch aushalten? Und warum profitiert die CDU nur mäßig davon? Was Brandenburg angeht, lohnt ein besonderer Blick auf den Südosten. Die Lausitz. Die Gegend ist so etwas wie das Homeland der AfD. Auch dem BSW werden gute Chancen eingeräumt. In der Metropole Cottbus mit rund 100.000 Einwohnern, eine von nur 2 Großstädten in Brandenburg, liegen die Dinge zwar nicht ganz so eindeutig wie in den benachbarten ländlichen Kreisen, aber doch klar genug. Bei der Kommunalwahl im Juni holte die AfD in Cottbus fast 30%, die Grünen gerade einmal 4,5%. Das BSW war noch gar nicht angetreten. Inzwischen hat sich die Uhr gedreht. Die AfD hat in Sachsen und in Thüringen abgeräumt. Die Regierungsbildung in beiden Ländern ohne sie ist für die anderen eine gewaltige Herausforderung. In Brandenburg sieht es eine Woche vor der Wahl ähnlich aus. Die AfD liegt weiter vorne, wenn auch nicht mehr ganz so klar vor der SPD, die mit dem Ministerpräsidenten Dietmar, wenn Glatze, dann Woidke, zur Aufholjagd geblasen und sich dabei Unterstützung von der schwächelnden Bundespartei um Kanzler Scholz geradezu verbeten hat. Und die Grünen, die kleinere der 2 Juniorpartnerinnen Woidkes, in der amtierenden Kenia-Koalition in Potsdam. Sie haben noch einmal verloren. Kippeln an der 5%-Grenze. Es droht demnach nicht nur der Sturz aus der Landesregierung, sondern auch aus dem Parlament. In dieser Gemengelage kam Außenministerin Annalena Baerbock am vergangenen Freitagabend nach Cottbus. Die Bühne war bereitet. Ihre Partei hatte für Triff Annalena Baerbock das alte Stadthaus gemietet, das historisch erste Theater der Stadt. Weil die Zeiten eben auch in Cottbus rau sind, haben die Grünen bei Triff Annalena Baerbock am Freitagabend den Zugang reguliert. Maximal 120 Gäste wurden eingelassen. Zutritt gab es nur nach vorheriger Anmeldung. Man musste ankreuzen, ob man Mitglied oder Pressevertreter ist. Eine Ahnung von der aktuellen Tonlage in Cottbus konnte man am Freitagabend auch vor den Türen des alten Standhauses gewinnen. Dort hatten die Freien Brandenburger, nicht zu verwechseln mit den zur Wahl stehenden Freien Wählern, zu einer Protestkundgebung gegen die Grünen geladen. Lasst uns gemeinsam die noch amtierende, außergewöhnliche Ministerin Annalena B. gebührend empfangen und verabschieden, hieß es in dem Aufruf. Gezeigt wurden Friedenstauben neben Deutschlandfahnen, Corona-Protestplakate neben Parolen wie »Grüne Waffen töten nachhaltiger«. Knapp 3 Dutzend Menschen trotzten den Cottbusser Herbstregen, unter anderem der Sänger mit dem schönen Namen Esteban Cortez. Er sei gekommen, um Annalena das eine oder andere Ständchen zu bringen. Das klang dann in etwa so. Die Grünen machen nur noch drinnen Veranstaltungen, die lassen sich draußen nicht mehr blicken. Also ich finde, dass das schon jetzt ein Erfolg ist. Drinnen bei den Grünen im alten Stadthaus blieben von den 120 ausgebuchten Plätzen an dem Abend auch einige frei. Dafür garantierten die Sicherheitsvorkehrungen einen störungsfreien Auftritt von Baerbock und der Spitzenkandidatin Antje Töpfer.